Sehen. This is a bad business, but we're not the only. Let's get to it. There's a skull. Jetzt muss man den noch mal auf ausrüsten. Mal ihm das. Das, wie das hier. Oh, wir sind ja gar nicht. Weiß da dann nicht übernommen. Okay. Ja, auch noch. Das. Ah, das haben wir ja alles schon. Ja, das auch noch mal. So. Das, okay. Noch das Ding noch mal schnell auf. Aus. Ihr kriegt noch. Nicht noch ein Schild. Doch, das haben wir. Ich jetzt schwer gewundert, wenn nicht. Ah, er kann es noch nicht tragen, weil ihm noch ein bisschen Stärke fehlt. Das kriegen wir aber hin. Wir sollten auch mal den Heilzauber reintun. So. Bette zurück. Überbringe. Ich. Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dungeon Siege 1. Wir gehen jetzt halt in die Funkelhöhle. Und ja, schauen, dass wir durch die Funkelhöhle kommen und mal gucken, was alles noch passiert. Wir müssen seinen Freund Ork finden in dieser Höhle. Und das Gute ist jetzt halt auch, wir können uns heilen. Da brauchen wir schon mal weniger Heiltränke und so. Wegen. Och, dass ich das, dass das wieder hinhaut. Das Gute ist, diese Bälle gehen auf alle Ziele, wo wir sehen. Hm.
Und in dieser Höhle sind nicht allzu wenig Feinde. Diese Hunde haben es echt in sich. Unser Zwerg hat die Schmitzkatze hier. Können wir ihm... Nee, schade, das wäre zu schön gewesen, da hätten wir eine zweite Axt ihm ausrüsten können. Das ist ein Schamane. Geht's auch noch weiter, aber zuerst sollten wir diesen Raum ein bisschen klären, weil die Kopf haben hier natürlich alles, was... Bitte. Ich mit dem Angreifen des Haupt. Das Ziel angreifen. Jep. Haut noch nicht ganz so hin. Das ist Feuermagie. Also kriegst du das. Sollte eigentlich machbar sein. Du solltest auch schon angreifen, keine. Du ist es nicht. Wie hieß der Zauber nochmal? Das ist sozusagen der Massenheilung. Der Wind der Heilung, der ist super strong. Und wird halt nach und Hallo Nachtmensch. Nicht so dumm in der Gegend stehen, angreifen bitte. Ja. Bloß noch nicht, wo ich genau bin in dieser Höhle. Irgendwas Tolles? Nö. Da ist nichts. Wir können hier nach links. Oh, oh. Ihr bitte mal angreifen, das wäre super. Und hier ist down, Stein. Stein gießt das jetzt tot, sehr gut. Aber du machst noch mal nicht mit. Mehr als sehr praktisch. Ah, jetzt dieses Schild kann er nehmen. Das ist, hilft uns schon mal sehr viel weiter. Unser kleiner Zwerg hier. Kleiner Mana-Trank, den könnten wir eigentlich brauchen, weil wir momentan Mana verbraten noch ein Löcher. Gesundheitstrank bitte du nehmen. Die anderen steigen jetzt halt langsam auch im Level auf. Wie gesagt, hier werde ich eher den Heal machen. Kutte.
Fernkampffähigkeiten. Das könnte dann eher Siegel brauchen. Hm. Oh, sie hat sehr viel Mana. Danke, die könnten wir eigentlich uns geben. Okay, wir sind, naja, Intelligenzstufe 7 schon. Andere müssen halt jetzt auch nach und nach im Level aufsteigen, weil er hier wird von Level 2, von Level 3 hier schon mal sehr profitieren, weil da kriegt er neue Zauber dazu. Und ab Stufe 4 kriegt er Feuerregen dazu, da dürfte er dann auch sehr, sehr gut leveln. Noch ein Stück weiter. Das läuft jetzt nicht nach Plan. Warum? Nein! Könntet ihr nicht einfach die ganze Zeit hinterherlaufen, sondern auch mal einen fokussieren, bitte? Das wäre mehr als nur hilfreich. Ja, diese Krugwächter, die tun weh. Nicht hinterherlaufen. Macht ihr mal das. Ah, jetzt hat es funktioniert. Brauchen dringend wieder Mana-Trank, bisschen Gold. Pfeil. Wo wir hier jetzt sind. Zurückgehen wird, das sind dann doch recht viele. Erst einmal. Fernkampf Stufe 4. Okay. Könnt ihr einfach mal umbringen, bitte. Danke. Nimm du den bitte und du nimmst den Streitkolben. Dankeschön. Okay, da vorne sind einige noch. Ein weiterer Zauber, den wir eigentlich nicht mehr brauchen. Außer wir finden einen weiteren, den wir zum irgendwie gebrauchen können als Magier. Das sind irgendwelche lästigen Skorpione. Oh. Ist bestimmt in sich. Berg, geh mal vor, bitte. Glaube ich, geht ganz für dich.
gesagt, die, diese Skorpione hauen schon rein. Dann hätten wir das schon mal, die Skorpione gekillt. Und dann machen wir mal noch das. Nehmen wir mal alles einfach mit. Da vorne haben wir wieder Krux bis zum Abwinken. Da vorne. Mal schauen, wo wir überhaupt hingelangen gerade. Wieder Fässer, die man in die Luft jagen kann. Gefällt mir irgendwie. Und übrigens, du kannst jetzt den neuen Bogen nehmen. Nee. Brauchst noch ein bisschen Geschicklichkeit. 10 bis 16. Der ist besser. Den lass mal einfach mal da. Ihr beiden geht mir auch ein Stück zurück. Bitte angreifen hier. So. Machen wir mal alles, was hier ist, auf. Kleiner Mana-Trank, den kriegen wir wieder. Und du kriegst den kleinen Mana-Trank jetzt und nimmst auch noch das Geld mit. Der Zwerg geht wieder voraus. Unser Super Tank hier. Tada. So ein kleiner Rennzwerg, das ist doch super. Nochmal der Wind der Heilung. Für einen Magier sind wir jetzt schon so weit ausgerüstet, dass man sagen kann, okay. Bis auf ein, weil es gibt von diesem Zauberspruch heilende Hände noch eine bessere Version, aber im Grunde sind wir schon so ausgerüstet, dass wir eigentlich nicht mehr viel brauchen. Ihr dürft auch bald auf Stufe 3 jetzt sein. Was braucht denn noch hier? Wie geht's denn irgendwo weiter? Okay, hier geht's runter. Ob ich das will, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, ich will. Jo, gut, und selbst? Wie geht's dir? Ich speichere. Ich vertraue dem Frieden hier nicht.